Ja. Ja, hallo hier Wolfgang und schauen wir mal, ob das heute funktioniert mit meiner Technik. Ich habe mich ein bisschen besser vorbereitet und letztes Mal habe ich irgendwie falsch den falschen Knopf gedrückt und bums war es weg. Heute geht es um die Low-Carb-Lüge. Ich habe das so geschrieben, weil Low-Carb ist ja in aller Munde, Keto-Ernährung und all diese Geschichten und ich im Prinzip mache ich das schon seit urendlichen Zeiten. Wir haben das praktiziert schon in den 70er Jahren, Low-Carb-Ernährung nach Vinci Ronda und anderen. Damals habe ich dieses Dr. Atkins Buch gelesen, um das vielleicht gleich mal klarzustellen. Low-Carb wurde eigentlich entwickelt in den 20er Jahren schon. Einer davon war Dr. Atkins und das war eigentlich ein Herzspezialist, also für koronare Erkrankungen. Und der hat erkannt, dass Zucker das Hauptproblem ist für Arterienverkalkung, Arteriosklerose, Herzinfarkt und all diese Geschichten. Und hat dann diese Low-Carb-Ernährung, diese Dr. Atkins-Diät entwickelt, die überhaupt gar nicht erst zum Abnehmen war, sondern er hat das gemacht wirklich für seine Patienten, hat ein Buch geschrieben und so weiter und hat das programmiert, um die Geschichte dann für seine Kardiopatienten gängig zu machen und wie man das macht. Und ich habe mich da auch nach ernährt zum Teil, habe das auch gemacht. Manchmal hat es nicht so gut funktioniert, heute weiß ich auch warum. Lüge nenne ich das deshalb, weil, also eins ist eine absolute Lüge, ja, und zwar Low Carb bedeutet nicht, ihr könnt jetzt essen, was ihr wollt. Das ist Quatsch. Gibt es nicht, geht nicht. Ja? Low Carb funktioniert anders. Ja, man kann sehr gut Fett abbauen mit einer Low Carb Ernährung, mit einer ketogenen Ernährung. Und es ist auch, wie viele Wissenschaftler das heute wirklich proklamieren und bestätigen, eigentlich die gesündere Alternative. Also eigentlich eine ausgewogene, wirklich wechselhafte Kost aus proteinreichen Nahrungsmitteln, fettreichen Nahrungsmitteln, aber auch Gemüse und Ähnlichem mit einem Langzeitkohlenhydrat zum Beispiel und also mit Ballaststoffen. Also das ist eigentlich eine perfekte Ernährung. Ich möchte eigentlich darauf hinweisen, dass, damit das mal verständlich ist, der Körper hat fünf Energiequellen. Die eine Energiequelle des Körpers ist natürlich die Zuführung über Nahrung, zum Beispiel Zucker, ja, als Energieträger. Ein zweiter Punkt sind Fette, die ja auch als relativ langsame Energie in der Regel verbrennt. Dann in Muskeln gespeicherte Glucose. Aminosäuren werden auch umgewandelt in Energie oder können umgewandelt werden in Energie. Und zuletzt und not least Ketonkörperchen. Und genau auf die kommt es an. Man hat nämlich heute festgestellt, dass diese Ketonkörperchen, die in der Leber produziert werden, wenn einfach nicht genug einfacher Zucker im Blutstrom ist. Und diese Ketonkörperchen sind extrem gut für zum Beispiel Organe wie das Gehirn. Also weitaus besser die Energie, die das Gehirn bekommt. Ja, über Ketonkörper wird weitaus besser verstoffwechselt wie Zucker. Es gibt also einen sehr guten Wissenschaftler in den USA, da höre ich mir immer seine Beiträge an, das ist fantastisch. Der heißt Mark Hyman. Und dieser Mann interviewt also wirklich auf diesem Gebiet die absoluten Kapazitäten der Welt. Also er macht einen Broadcast und es ist einfach nur fantastisch, was der macht. Da geht es auch um Cholesterin, ja, da geht es um Herzinfarkt, da geht es um Diabetes und all diese Geschichten. Und insbesondere, vielleicht wissen das einige, ich proklamiere ja auch teilweise die Ernährung von Vinci Ronda mit der Egg- und Steak-Diät, die ich im Moment wieder mache. Ja, ich mache das nicht dauerhaft, aber immer mal wieder für ein paar Wochen. Um richtig gut in Form zu kommen, ist einfach fantastisch. Und da werde ich immer wieder angesprochen und da wird mir immer wieder gesagt, oh, diese Menge an Eiern und 30 Eier und so weiter und so fort.
Also erstmal muss man nicht so viel essen, aber das Problem ist nicht das Cholesterin in den Eiern. Das Cholesterin in den Eiern, auch im Steak, im Fleisch, ist überhaupt gar nicht das Problem. Das wurde immer wieder in den Jahrzehnten so dargestellt. Ist überhaupt gar nicht der Fall. Ihr könnt über die Nahrung euren Cholesterinspiegel so gut wie gar nicht beeinflussen. Also Cholesterin entsteht in erster Linie über ein Enzym, bildet der Körper selber, und zwar das, was er braucht. Warum bildet er Cholesterin? Cholesterin ist sozusagen ein Baustein im Körper, der Dinge flickt. Ja? Also wie ein Pflaster, das ihr irgendwo raufklebt. Ich beschreibe das mal einfach. Und das Problem heutzutage ist, dass viele Menschen, insbesondere auch ältere Menschen, unheimlich viele Baustellen im Körper haben. Das heißt, da sind unheimlich viele Entzündungen und Problematik ist da gegeben durch Erkrankungen und so weiter und so fort. Umso mehr man Stress hat, umso mehr kleine Entzündungen man im Körper hat, ja, Arthrose und alles das, was so im Alter dann auch kommt, auch bei jungen Menschen, bei Überlastungen, ja, führt eigentlich zu einer Erhöhung des Cholesterinspiegels. Auch Stress, Lebensangewohnheiten, ja, Rauchen und begünstigt die Bildung von mehr Cholesterin und damit vor allen Dingen auch die Ablagerung in den Zellen. Eine Low-Carb-Ernährung, die auch mit sehr viel Fetten natürlich, Protein und fettreich ist, ja, macht etwas sehr Positives. Es gibt ja, wie ihr wisst, vielleicht das gute und das schlechte Cholesterin. Das schlechte Cholesterin lagert sich überwiegend in den Arterien ab und führt zu dieser Arteriosklerose, zu Aderverengung. Das gute Cholesterin macht genau das Gegenteil. Und ich habe das teilweise, wenn ich also auf so einer Low-Carb-Ernährung war, habe ich das teilweise wirklich auch testen lassen, weil ich das wissen wollte. Ne? Wenn man sich nur von Fleisch, Eiern, Gemüse ernährt und so weiter, ja, habe ich gedacht, oh, Mann, du frisst ja doch eine Menge Eier und diese Geschichten. Aber am Ende war es so, dass mein gutes Cholesterin immer extrem hoch war und das schlechte Cholesterin eigentlich auf einem Normallevel. Ja? Und damit ist eigentlich alles gesagt und das ist auch genau der Effekt, den man mit einer Low-Carb- oder ketogenen Ernährung erzielt. Ich möchte euch nochmal etwas über einen Mann erzählen. Da habe ich neulich einen Broadcast gesehen, das war fantastisch in diesem Zusammenhang. Und da geht es eben auch um die Low-Carb-Lüge. Also wie gesagt, ihr könnt nicht essen, so viel ihr wollt. Am Ende spielt die Energiemenge und das, was ihr wirklich verbrennen könnt, immer eine Rolle. Ja? Und wer dann also sich den ganzen Tag Sahnetorten nur ohne Zucker reinzimmert und auf zigtausende und tausende und abertausende von Kalorien kommt, aber keine Bewegung und überhaupt ansonsten sich dementsprechend auch noch schlecht verhält, der wird mit einer Low-Carb-Ernährung nicht abnehmen. Ja? Ich habe das festgestellt, zum Teil bei der Eckers-Steak-Diät von Lindsay Ronda. Hab dann also angefangen mit 24 Eiern. Der Shake wird ja so gemacht mit Sahne und Eiweißpulver und dann wird das Ganze ja, mache ich ein bisschen Zimt rein. Ich habe das ja beschrieben in einem Film, genau wie man das macht. Und ich habe dann wirklich diesen Eggnog getrunken über den Tag. Und dann habe ich morgens vielleicht noch ein Omelett gegessen oder ein kleines Stück Fleisch und abends noch mal ein Stück Fleisch, also überwiegend Rindfleisch, weil das, also aus bestimmten Gründen, erkläre ich nachher. Das Ende vom Lied war, ich habe gedacht, ich muss essen, ich muss diese Menge essen. Und das Ende vom Lied war, ich habe überhaupt gar nicht abgenommen. Ja? Im Gegenteil, ich habe sogar zugenommen, aber der Witz war, ich habe Muskeln zugenommen. Ich habe überhaupt kein Fett zugenommen. Also ich konnte das auf meiner Waage, auf meiner Fettwaage-Analyse sehen und das war schon enorm. Also man kann mit einer Steak- und Egg-Diät in Anführungsstrichen mit einer ausreichend großen Menge, ja, tatsächlich Muskeln abbauen, zumindest kein Fett abbauen. Ich habe bei einigen beim Coaching sogar erreicht, dass sie gleichzeitig Fett abbauen. Das ist fast eine unmögliche Geschichte, weil ein anaboler Stoffwechsel und ein kataboler Stoffwechsel sich gegenseitig fast ausschließen. Aber dadurch, dass bestimmte Mechanismen bedient werden, wie eben die Aktivierung von Körperfett, ja, und gleichzeitig die Bildung von Ketonkörpern, gleichzeitig verbunden natürlich in dem Fall mit Bewegung und ähnlichen Dingen, hat
kann man diesen Effekt erzielen. In diesem Zusammenhang habe ich einen so interessanten Podcast neulich gesehen. Und zwar in den USA ist was völlig Irres im Gange. Jeder hat ja mitgekriegt, hier inzwischen auch in jedem Supermarkt, überall ist dieser Bio-Hype. Ja, vor ein paar Jahren gab es da ein paar, die galten mir so als die Grünfresser und man hat das nicht ernst genommen. Schon, ja, aber nicht wirklich. Inzwischen ist es also ein Hype geworden und die Bio-Produkte in jedem Supermarkt türmen sich. Dito in USA. Was in USA im Moment passiert, die sind uns immer ein paar Jahre voraus. Dort sind die Supermärkte inzwischen voll mit ketogenen Lebensmitteln. Und zwar ist dafür ein Mann verantwortlich, der heißt Mark Thiessen. Und er hat so mehrere Bücher rausgebracht und ganz interessante Geschichte in dem Zusammenhang mit der Low Carb Geschichte. Er ist ein Ausdauerathlet gewesen. Hat Marathon gelaufen, Ironman gelaufen, vierten Platz immerhin, Hawaii Ironman. Also nicht ohne, von Kind auf an, immer gelaufen und das war sein Ding. Und hat in dieser Zeit immer bewusst gelebt, bewusst nach den damaligen, ja, also ich rede von den 80ern, 70ern, 80ern proklamierten Ernährungsformen. Das heißt, viel gute Kohlenhydrate, ja, wenig Fett, ja, und ein bisschen Eiweiß. Das Ende vom Lied war, dass er Ende der 20er enorme Probleme bekommen hat mit seinen Gelenken. Hat Arteriosklerose, hat Arthritis bekommen, also das heißt Gelenkentzündung und Muskelpain, also Muskelschmerzen und diverse Geschichten. Er konnte sich das nicht erklären. Er hat zu der Zeit 6000 Kalorien, überwiegend Kohlenhydrate, verzehrt und ist dann durch Zufall, er hat sich damit beschäftigt, hat ein bisschen recherchiert und ist auf eine Recherche gestoßen, da ging es um Low-Carb-Ernährung und das Problem mit zu viel Kohlenhydraten. Und dann hat dieser Mann sich beschäftigt damit. Und das Ende dieser ganzen Geschichte ist, er hat inzwischen eine Firma in den USA, die ketogene Produkte herstellt und Primera Nutrition oder so heißen die. Und diese Produkte waren so erfolgreich. Das sind alles Produkte, ich mache auch keine, will auch keine Reklame für die machen, aber ich finde das völlig irre. Diese Produkte haben alle keine künstlichen Zusätze. Also erstmal, Oliver, herzlich willkommen. Freut mich, dass du zuschaust. Ich beantworte gleich deine Frage. Diese Produkte enthalten überhaupt keine chemischen Zusatzstoffe, also keine künstlichen Zwieter, keine künstlichen Aromen und so weiter. Das hat sich total durchgesetzt auf dem amerikanischen Markt. Und am Ende des Liedes hat Kraft diese Firma gekauft. Also Kraft ist ja nun mal eine globale Weltfirma. Die haben das Potenzial erkannt. Und deshalb sage ich, das wird auch nach Europa kommen und vermehrt auch nach Deutschland kommen. Weil wir haben hier einfach die überfressenen Leute. Wir haben genauso wie die USA, wir liegen, glaube ich, mit 55% der Bevölkerung sind übergewichtig und fett. Ja, in den USA sind es über 60%. Und natürlich bringt das gesundheitliche Geschichten. Aber zurückzukommen auf diesen Mark Thiessen. Das Interessante ist, der hat also aus dieser Low-Carb-Geschichte eine komplett irre Geschichte gemacht. Und darauf diverse Bücher geschrieben. Mich hat das sehr fasziniert, weil ich habe mich immer schon damit beschäftigt. Aber der Punkt war, er hat gesagt, die Low-Carb-Ernährung, also eine ketogene Ernährung, entspricht eigentlich der ursprünglichen Ernährung aus unserer ja millionendauernden Evolution, die der Mensch durchgemacht hat. Und daraus leitet er viele Sachen ab. Also es wurde dann auch so teilweise als Steinzeiternährung betitelt und es muss ja immer so ein einfaches Schubladen. Aber es geht darum, dass er sagt, unser Organismus, ja, der Mensch hat sich also in den letzten Jahrtausenden kaum verändert. Wir haben immer noch, also das kennt ihr vielleicht, wenn euch einer zu dicht aufs Auto auffährt, dann kriegt man Aggression, Adrenalin wird ausgestoßen, das passiert eigentlich dem Urmenschen nur, wenn er mit einmal einen riesigen Tiger vor sich sieht und muss flitzen. Also diese Mechanismen, die wir haben im Organismus, ja, sind noch wirklich ursteinmäßig. Und er hat das zum Anlass genommen und hat gesagt, okay,
Wir besinnen uns mal auf diese Formelernährung. Und im Prinzip ist das nichts anderes wie gutes Fleisch, also ich rede von gutem Fleisch, ja, nicht Antibiotika behandelt und ähnliches, also ein bisschen darauf achten, das mache ich inzwischen auch, ja, dass man vernünftiges Fleisch bekommt. Es geht um gute Kohlenhydrate, das, was die früher gefunden haben. Es geht um Beeren, um Nüsse, um all diese Geschichten. Das sind die Lebensmittel. Damit kann man natürlich auch spielen. Ich will jetzt da nicht länger darauf eingehen, auf irgendwelche Rezepte. Oder, ne? Mir geht es also mehr um die Sache an sich. Der hat das aber noch weitergetrieben und jetzt kommt es interessant für nämlich für die Bodybuilder. Er hat gesagt, also diese Ernährung ist das, was der Körper braucht. Ganz einfach. Weil die Ketonernährung, diese Ketonkörperchen, die Urenergie ist, die der Körper am besten verträgt und damit am besten arbeiten kann. Ja? Bei allen anderen Energiesorten, ob jetzt aus Protein, ob aus Zucker, aus Fett, entstehen auch Abfallprodukte. Bei der ketogenen Form nicht. Ja? Und damit kommt man am besten zurecht. Ich komme später gleich nochmal darauf zurück, welche Fehler auch überwiegend gemacht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also die häufig nicht so erklärt werden, was man wirklich beachten muss, damit das funktioniert, weil manche sind ja auch schon verzweifelt und so, oh, ich habe Kopfschmerzen und mir geht so schlecht und oh. Verstehe ich alles? Mache ich gleich nochmal. Ich will das nur beenden mit diesem Mark Season. Und er hat gesagt, okay, was haben die noch gemacht, die Steinzeitmenschen? Die sind gewandert, mit ihrem Hausstand auf dem Rücken. Die sind marschiert. Nicht schnell, aber sind marschiert. Das heißt, das Gehen an sich ist eine optimale Bewegung. Nicht das Rennen dauerhaft oder Joggen oder Marathon, sondern das zügige Gehen entspricht der Evolution. Hinzu kommt unter anderem kurze, intervallmäßige, extreme, intensive Belastungen entsprechen auch diesem Prinzip. Die mussten nämlich mal flitzen, wenn da irgendwas um die Ecke kam. Die mussten schnell sein. Und da haben sie sich bis an den Rand, ich meine, unter Lebensangst, also unter lebensbedrohender Angst, läuft man halt ein bisschen schneller. Ne? Und das haben sie eben auch gemacht. Er schlägt zum Beispiel vor, dass man in der Woche, wirklich nur einmal in der Woche, an die absolute, für Sekunden auch nur, für ein paar Sekunden, 4-5 Sekunden, in diesen hochintensiven Bereich geht. Ja? Da könnt ihr auf den Stepper gehen und gegen den größten Widerstand treten, bis ihr nicht mehr könnt, bis ihr absolut nicht mehr könnt und das Herz richtig schlägt. Das ist eine Stimulation, die extrem wichtig ist. Hat mich übrigens sofort erinnert an eine ganz alte Geschichte, die ich im Moment auch wieder mache, und zwar die Atemkniebeuge, mit der viele Bodybuilder wirklich schon in den 50er, 60er, 70er Jahren erfolgreich gearbeitet haben. Übrigens auch Arnold Schwarzenegger. Die Atemkniebeuge ist auch so eine extreme Belastung. Also man nimmt ein Gewicht, das man 10-mal schafft, wirklich 10-mal gerade eben schafft. Und damit macht man durch Pausen 20-mal. Man kämpft sich da durch, dann geht man auf eine Bank, macht 20 Überzüge mit einem leichten Gewicht zur Brustkorbdehnung für die Zirkulation. Der Effekt dieses 20er-Sets, dieser Atemkniebeuge, ist enorm. Ich habe das so häufig gesehen an Leuten, die ich trainiert habe. Wahnsinn. Also du kriegst richtig Energie. Es ist, also du merkst richtig, es stimuliert Testosteron ohne Ende. Ja? Dann sagt er, okay, was haben die noch gemacht, die Steinzeitmenschen? Ja, die haben häufig Sachen schleppen müssen, tragen müssen. Die haben ihre Muskeln gebraucht, die haben Steinbrocken hochgehoben. Was machen wir? Gewichtstraining. Ja? Das heißt, diese drei Komponenten in Bezug auf Bewegung spielen in seinem Konzept eine Rolle. Moderate, leichte Ausdauergeschichten, ja. Kurze, ganz kurze, intensive Belastungen, ein, zweimal in der Woche. Und ansonsten einfach ein ausgewogenes Handeltraining, ja, Widerstandstraining. Das können diverse Methoden sein. Da streitet man sich drüber, was nun wieder das Beste ist. Ja, das hängt ja von vielen Faktoren ab. Also ich habe da auch schon Berichte drüber gemacht über Coaching. Also es ist ja nicht so einfach, dass man mal eben sagen kann, oh, du, ich kriege mal so Anfragen. Was ist denn besser? Zweimal in der Woche trainieren oder viermal? Ich meine, was soll man denn dazu sagen? Also ein Coaching beziehungsweise das Richtige zu finden für jemanden, das ist eine Aufgabe. Also mein letzter Patient, den ich hatte, ja, der hatte ganz spezielle Probleme und wir haben das hingekriegt. Das hat aber ein bisschen gedauert, ein paar Wochen gedauert. Aber inzwischen braucht er mich nicht mehr.
Der ist komplett eingestellt auf sein Training. Der weiß genau, was für ihn das Optimale ist. Der weiß, wie seine Ernährung funktioniert. Das nenne ich gutes Coaching. Und mir geht es ja nicht um Wettkampf. Das ist übrigens noch das nochmal. Also grundsätzlich, ich spreche hier nicht über eine Low-Carb-Ernährung für Hochleistungs- und Wettkampf-Bodybuilding oder Hochleistungssportler an sich. Das ist eine ganz andere Nummer. Denn es ist wirklich so, dass jeder Hochleistungssport, ja, mit Gesundheit absolut gar nichts am Hut hat. Also ob er nun ob dann zu Dopingmitteln gegriffen wird oder nicht, spielt gar keine Rolle. Diese dauerhaften Extrembelastungen auf Gelenke, auf Organe, auf Verdauung, wenn ich sehe teilweise die Bodybuilder, die da dann ihre Tausende von Kalorien reinstopfen, da weiß doch, also das, wie gesagt, es geht nicht um Anabolika, es geht nicht um Wachstumshormone. Das ist auf Dauer nicht gesund. Also es ist doch wohl klar. Aber ich verurteile es nicht. Ich habe ja solche Leute auch betreut und ich bin mit denen befreundet und das ist ein Weg und ich bewundere das, wenn die das machen. Ja, wenn da so ein Freak steht, finde ich irre. Ja, also ich gucke mir das gerne an. Nur es muss euch klar sein, es hat mit Gesundheit wirklich nichts zu tun. Wir kommen wieder zu einer Low-Carb-Ernährung, die euch hilft. Und das ist eigentlich das, was ich programmiere und was das Ziel sein muss, auch euer Ziel sein muss, dass ihr wirklich dauerhaft ein Ernährungssystem findet, ja, das euch hilft, optimale Gesundheit zu erreichen, Energie, Kraft zu haben, Spaß am Leben und so weiter und das zu integrieren. Training habe ich erklärt, gehört dazu, ja, das ist also war mal anders, so haben die Ärzte gesagt, also als ich 20 war, na, wird du mal älter, wie du denn aussiehst und wie du denn drauf bist. Nur mit dem Training hier und so. Das ist alles Quatsch, alles überholt. Wir wissen heute, das ist alles top. Was also ansonsten die Ernährung anbelangt, also ich weiß nicht, ob ich noch wirklich über die Folgen von Zucker reden muss. Ja. Das Problem ist doch, dass heutzutage die Supermärkte, wenn ich da durchmarschiere, es gibt ja so viele verarbeitete Lebensmittel, die Zucker enthalten. Wenn ich da nicht aufpasse, ist der Wahnsinn. Ja? Und deshalb sage ich, kommt diese ketogene Ernährungsform auch in den Supermärkten demnächst zu uns. Ich hoffe auch in der gleichen Qualität. Denn wenn ich mir diese ganze vegane Geschichte ansehe, die ich, zu der ich sehr sehr unterschiedliche Auffassungen habe. Das kann man machen und es ist bestimmt eine bewusste Ernährung, aber diese Ersatzprodukte, das ist doch alles Schrott. Wenn ich mir da so ein Bratfleisch da ansehe aus Veganer, das ist ja sowas voll von Chemie, von Farbstoffen, von Krams, also von Aromen, Geschmacksverstärkern. Das hat doch mit gesunder Ernährung nichts zu tun. Ne? Deshalb also, das ist eine andere Geschichte. Ich hoffe deshalb, wenn diese ketogene Geschichte hier nach Deutschland kommt und diese Ernährungsform mehr bekannt wird, mehr programmiert wird, noch als, das machen ja schon viele, das weiß ich ja, aber eben in den Mainstream reingeht. Ja, ich hoffe, dass diese Qualität, die dieser Mark Season hat in seinen Produkten, also Kraft, wie gesagt, hat übrigens nichts verändert in der Firma. Die machen die Originalrezepturen. Sie haben auch keine Mitarbeiter entlassen. Ich wollte das nur mal bemerken. Der Mann war sehr, sehr gewissenhaft. Im Gegenteil, sie haben mehr Mitarbeiter eingestellt. Sie arbeiten an diesem, wirklich, dieses Natural-Prinzip, finde ich total geil. Und ich hoffe, man kann das hier irgendwann dann auch simpel erwerben. Es gibt es schon im Internet und so. Und wer da Fragen hat, ich kann das dann auch gerne nochmal noch mal rüberbringen. Ich wollte nochmal eine Geschichte. Hallo Roland. Ja, zu den Leberkapseln darf ich euch Folgendes sagen. Ich bin jetzt die ganze Zeit dabei, die richtigen Hersteller zu finden für meine Desiccated Liver, für meine Kelp, Spirulina, Alfalfa, für die Brevigist und so. Ich habe sie jetzt gefunden. Ich bin kurz davor, das zu veröffentlichen. Auf meiner Homepage, also ironguru.info, findet ihr auch die Erklärung zu diesen natürlichen Geschichten. Also ich bin da inzwischen totaler Anhänger von geworden. Ich brauche diese ganze Chemie nicht. Also möglich klammere ich die aus. Ich nehme lieber ein paar Alfalfa-Tabletten, ich nehme ein paar Lebertabletten.
Ich nehme natürlich auch ein Whey-Protein, das ist ja auch nicht unnatürlich. Und da sind natürlich auch ein paar Aromen drin, das reicht mir dann schon. Aber ansonsten, Desiccated Liver, das ist nochmal ein Thema, das werde ich dann nochmal besprechen, wenn die Produkte alle online sind. Und dann werde ich das, wer das wissen möchte, wie das wirklich angewendet wurde und wie das also auch effektiv angewendet wurde. Ich habe das in den 70er Jahren, ja, habe ich das in meinem ersten Studio getestet mit Leuten. Wir haben Desiccated Liver, Alfalfa, Kelp, Breeder Cheese, diese Sachen genommen, Vitamin E. Der Effekt war genial. Ja, die Leute haben natürlich auch Ernährungsformen gewählt, also sehr viel Eier gegessen, sehr proteinhaltig, aber die Erfolge waren genial. Ja, also da komme ich später zu. Ich möchte noch mal zu einem Punkt kommen, und zwar wirklich der Punkt, wie mache ich eine Low-Carb-Ernährung am besten. Es gibt ein ganz, ganz großes Problem dabei. Und ich habe das immer selbst, weil ich habe gerade wieder die Kurve gekriegt und habe damit angefangen, habe auch in den letzten 4 Tagen natürlich Wasser ausgepingelt, also sind schon wieder 2 Kilo weg. Ich bekomme dann auch immer wieder die Zuschriften, ja, ich habe dann Kopfschmerzen und mir geht so schlecht und dieses und jenes und jenes. Also eine Umstellung auf eine ketogene Phase, ja, dauert in der Regel zwischen, je nach Typ und Aktivität, zwischen 3 und 10 Tage. Und manche haben einen Tag Kopfschmerzen, so wie ich. Also ich bin hier rumgelaufen wie ein Zombie 3 Tage, ich habe auch nicht trainiert, ich war fertig. Ja. Der Körper, für den Körper ist es eine massive Änderung, Anstrengung. Der ist ja so gewohnt, jeden Tag Zucker zu kriegen. Das ist so easy. Der braucht kein Fett verbrennen. Warum denn? Ja, das Zucker. Wenn ich jeden Tag den Zucker wegputze, den hat er. Ja? Ich habe inzwischen Bedenken, vor allen Dingen mit dem Zucker, auch diese Diabetes-Geschichten, die zunehmen. Ich möchte das alles nicht kriegen und haben. Und deshalb, Zucker braucht kein Mensch. Ne? Kein Mensch. Der Körper kann alles generieren aus Gemüse, ja, roh oder gekocht. Er bildet selbst Glykogen, speichert das in die Muskeln ein. Er hat Ketogenkörper als Energiequelle und er hat die Körperfette. Und wenn der Körper erstmal wieder lernt, ja, Körperfette zu verstoffwechseln, dann funktioniert das. Dann geht das rasant. Das kann ich euch sagen. Sicher ist eine ketogene Ernährung in erster Linie nicht dafür gedacht, jetzt gewaltige Muskelberge aufzubauen. Ne? Also so eine Ernährung, sagte ich schon, richtet sich an Gesundheit, an gutes Aussehen, möglichst Fettreduktion, so wie man es braucht, ja, mehr oder weniger, je nachdem. Und ich meine, nimmt hier den Vince Gironda, ne, da seht ihr ihn, der Typ, was denkt ihr, was der gewogen hat? Ne? Also lasst den 80 Kilo, 85 Kilo gewogen haben, so wie Frank Zane, mehr doch nicht. Der sieht doch geil aus. Also ich meine, wer den anderen Weg gehen will, dann ist er hier auch falsch. Also dann geht es eben um 500 Gramm Reis futtern und Putenfleisch und Brokkoli und ist ja kein Geheimnis, also eine Bodybuilding-Ernährung in dem Sinne, Haferflocken ohne Ende und all diese Geschichten. Habe ich kein Problem mit. Ja? Muss man dann auch gehen. Habe ich ja früher auch gemacht. Ja? So, wenn man bestimmte Ziele hat. Und die Ziele sind es natürlich, auf die es ankommt. Also, wenn ihr damit beginnt, lasst euch nicht irre machen von diesen Kopfschmerzen. Ja? Es sind auch bestimmte Supplements, die helfen. Also, natürlich hilft ausreichend Schlaf. Ich kann euch raten, in den ersten Tagen kein Krafttraining zu machen, sondern jetzt haben wir gerade Frühling, Sturm, frische Luft, geht raus. Geht eine Stunde spazieren oder mehr. Ja? Perfekt. Da geht kein Muskel verloren, also in 3 Tagen. Das ist Blödsinn. Also das könnt ihr vertragen. Und wenn es 4 Tage dauert, kein Problem. Diese Anfangsphase, zieht die durch mit relativ viel Ruhe, entspannt euch. Ja. Und irgendwann merkt ihr, ist die Energie wieder da. Dann kommt die zurück. Und das ist der Hauptfehler, der gemacht wird. Viele verzagen dann, die denken ja, sie fühlen sich jetzt die nächsten Wochen scheiße. Also so ist es aber nicht. Im Gegenteil, was bei der Low-Carb-Ernährung oder Ketogenen-Ernährung nachher passiert ist, wie gesagt, der Körper stellt sich komplett um.
Das Geile ist, ihr merkt eigentlich von Tag zu Tag, wenn ihr euch nicht überfresst, wie ich das gerade gesagt habe. Ja, man kann ja wunderbare Low-Carb-Torten machen. Das ist gar kein Problem. Ja, mit 10.000 Kalorien. Also, das ist übrigens auch noch ein Punkt, den dieser Mark Season angeschoben hat. Er hat gesagt, eine Low-Carb-Ernährung perfekt. Sie hat ja einen sehr entscheidenden Einfluss auf den Appetit. Ich bin zum Beispiel auch ein Süßigkeitsfresser. Ich habe mir das so angewöhnt. Mein Vater hat schon immer einen Pott am Wochenende auf dem Tisch gehabt. Und man hat so Angewohnheiten. Ja? Und wenn man dann aber in dieser Ernährungsform ist, merkt man, Mensch, ich habe ja gar keinen Heißhunger mehr da drauf. Der geht weg. Ja? Der Blutzucker bleibt konstant. Ihr habt nicht dieses Auf und Ab, ja? wo ihr dann sagt, oh, jetzt muss ich aber. Ja? Kommt nicht mehr. So. Und das ist die Phase, da müsst ihr rein und dann informiert ihr euch wirklich, was für Möglichkeiten es gibt, auch an welche Rezepte es gibt. Also, wer keinen Steak mag, da gibt es andere Möglichkeiten. In jedem Fall müsst ihr da durch dieses Tal und dann kommt auch der Effekt, dass der Körper vermehrt Fett verbrennt. Ja? Trinken ist nochmal ganz wichtig, dass ihr ausreichend trinkt. Also, das Problem ist, in Fetten lagern sich Schwermetalle ab und ihr werdet merken, der Körper hat damit ganz schön zu tun, also gut trinken. Aber es ist am Ende nur zum Vorteil. Ja? Und am Ende, und das ist der Punkt, und das merkt ihr eigentlich relativ schnell, schon so nach 10, 14 Tagen, verändert sich das Aussehen. Man nimmt nämlich wirklich endlich mal am Bauch wieder ab, so man merkt, oh ja, da ist wieder ein Muskel zu sehen, der war vorher nicht da und so weiter. Und das ist die Motivation. Und das ist also auch etwas neben der Gesundheit, was natürlich für uns, die Bodybuilding betreiben und so, auch elementar wichtig ist. Aber entscheidend ist natürlich das Ziel, wie gesagt. Wenn euer Ziel Wettkampf ist, es gibt natürlich auch viele Wettkampf-Bodybuilder, die sich mit Low Carb vorbereiten, funktioniert auch. Ja, das will ich damit nicht sagen. Nur ohne Anabolika, mit einer Low-Carb-Ernährung 120 Kilo wiegen, das wird nichts. Also, das ist wohl klar. Ne? Also, da proklamiere ich oder bin ich natürlich für eine andere Form der Vorbereitung und der Ernährung. Aber ich wollte nochmal zu den 6000 Kalorien kommen, die dieser, war die Frage hier gestellt wurde, die dieser Mark Season gefuttert hat. Und es gibt, wie gesagt, einen Broadcast, da unterhält sich dieser Mark Heyman mit dem Season und der erklärt das da genau. Ne? Der ist so wie gelaufen, der Knecht. Der ist wirklich jeden Tag wie ein Geisteskranker ist der gelaufen. Das war sein Ding. Das war eine Sucht. Und der hat so viel verbrannt. Der musste so viel essen. Ne? Und das hat er sich reingeschaufelt über Kohlenhydrate, über Mengen von Reis und Kohlenhydraten. Und er hat auch gesagt, ja, mein Ziel war es ja, gesund zu sein. Vielleicht das nochmal. Und damals wurde ja proklamiert, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Weiß ich auch noch. Völliger Quatsch. Ne? Völliger Quatsch. Also, ich weiß, dass einige Bodybuilder sich mit sehr viel Kohlenhydraten auch vorbereiten auf eine Meisterschaft. Mit vielen anderen Komponenten noch. Und durch die hohe Menge an Energie, die sie sich zuführen, auch einen extrem hohen Stoffwechsel erreichen und dadurch sehr viel verbrennen. Und wenn ich 20 Kilo mehr Muskelmasse habe, ist mein Umsatz, mein Kalorienumsatz nochmal wesentlich höher. Also all das spielt eine Rolle. Also wie gesagt, in dem Fall hat sich der Mark Season wirklich belehren lassen. Er hat jetzt gerade wieder ein Buch rausgebracht, The Key of Success oder irgend sowas. Wie gesagt, ich kann das gerne, wer da Fragen hat, ich gebe gerne mal die Informationen, gibt es auch bei Amazon, weil, wie gesagt, dieses Gesamtkonzept, ja, finde ich einfach völlig irre und, ja, also wie gesagt, deshalb habe ich das Ganze die Low-Carb-Lüge genannt, man kann eben nicht so viel fressen, wie man will. Das Gute ist nochmal vielleicht den, ich sehe das gerade auf meinem Spickzettel, das Gute ist, wenn ihr erstmal in dieser Phase drin seid, ja, der Low-Carb-Ernährung, müsst ihr auch gar nicht mehr so viel essen.
Ihr braucht gar nicht mehr so viel. Auch die, selbst die Muskeln werden dadurch nicht kleiner. Sie brauchen auch nicht so viel. Ihr könnt mit relativ wenig Nahrung einen sehr guten Zustand erhalten. Bitte versteht, dass in der Phase, in der ihr nicht esst, ja, das sind die wesentlich wichtigen Phasen des Körpers, um sich zu reparieren. Ja. Und wir sprechen von einer DNA. Wir haben eigentlich, der Mensch hat eigentlich eine DNA, der hat eigentlich einen genetischen Plan, der ihm ermöglichen könnte, rein theoretisch 150 Jahre alt zu werden. Das werden wir aber nicht. Ja. Und das sind in erster Linie die Umwelteinflüsse. Wir können bestimmte Umwelteinflüsse selber bestimmen, andere nicht so. Ich rede von Elektrosmog, ich rede von Umweltgiften, ja, in Nahrung, wie auch immer, also Antibiotika, die in jedem Mist heute drin ist. Aber viele Dinge können wir beeinflussen. Und diese DNA hat den Schlüssel für Reparaturen. Und der Körper hat einen irren Selbstheilungsmechanismus. Und wenn ihr den ganzen Tag euch Nahrung reinstopft, dann hat der Körper damit zu tun, das zu verdauen, zu verstoffwechseln. Und diese Reparaturmechanismen kommen nicht in Gang. Ja? Also, wie gesagt, es geht hier um gutes Aussehen, aber es geht auch um Gesundheit, es geht um einen optimalen Weg zu finden. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Ich werde demnächst dann mal, wie das hier auch beschrieben war, auf die Geschichte mit den Lebertabletten und so, das ist nämlich hochinteressant, also das ist auch eine Story für sich, wie das damals angewendet wurde, kommen. Das mag nochmal. Wie viel kann, also bei einer ketogenen Ernährung bleibt man unter 30 Gramm Kohle drauf. Ne? Das ist nicht viel. Ja. Es ist natürlich auch eine individuelle. Du musst es einfach testen. Ich kann dir sagen, es gibt in der Apotheke gibt es sogenannte Keto-Sticks, heißen die. Da kann man die Ketonkörperchen messen im Urin. Das ist also ganz einfach zu testen, das kann jeder. Und wenn du dann mal so runtergefahren hast, die Kohlenhydrate auf am Anfang wirklich 30 Gramm oder unter, ja, das heißt wirklich nur kohlenhydratfreie oder absolut arme Lebensmittel, ja, diese Anfangsphase, da musst du durch, auch wenn es Kopfschmerzen macht, man muss da durch, dann kannst du diesen Zustand relativ leicht messen. Dann verfärbt sich da dieser Stick. Im besten Fall dunkelviolett. Und das heißt, es sind reichlich Ketonkörperchen im Körper, ja, die der Körper auch wieder dann über den Urin ausschleust. Und damit kannst du das sehen. Man kann dann wirklich ganz individuell auch ein bisschen erhöhen und gucken, so, wo ist denn mein Punkt? Es gibt ja auch den Wohlfühlpunkt. Also in der Regel 30 bis 50 Gramm Kohlenhydrate. Und das hängt natürlich auch extrem von den Aktivitäten ab. Ja, also eine Oma mit 80 und 80 Kilo, die sich nicht bewegt, also die wird natürlich ihre Probleme haben. Jemand, der sehr aktiv ist, ja, entschuldige, vor allem negativ mit Oma und so weiter, aber der sehr aktiv ist, ja, verträgt natürlich ein bisschen mehr Kohlenhydrate, weil die werden sofort verstoffwechselt. Übrigens, zum Abschluss nochmal. Diese Low-Carb-Ernährung und diese ketogene Ernährung heißt nicht, dass man ständig auf alles verzichten muss. Also ihr kennt vielleicht dieses Prinzip des Loadings, ja, wurde das genannt. Eigentlich ist es umgewandelt worden. Also Vince Gironda, auf den komme ich ja mal zu sprechen, weil das war ja einer der ersten, der für Bodybuilder, ich wurde neulich gescholten, weil ich gesagt hatte, Vince Gironda hat ja gar nicht die Low-Carb-Ernährung erfunden, das wäre schon in den 20er, 30er Jahren. Stimmt, aber er war der Erste, ja, der wirklich eine Low-Carb-Ernährung für seine Athleten eingesetzt hat und wirklich für Bodybuilding entwickelt hat. Und eben auch diese Steg-und-Eck-Diät, die er sehr effektiv fand. Ja. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr das relativ gut ausprobieren, indem ihr einfach sagt, so, wie viel brauche ich denn wirklich, ja, um satt zu sein. Dieser Mark Season sagt zum Beispiel, man muss nicht essen, bis man platzt. Neben dem neuen Gefühl, was ihr entwickelt, für Süße, ja, entwickelt ihr auch ein anderes Gefühl für Sättigung. Und das heißt nicht,
man kann jetzt, man muss jetzt 36 Eier futtern, wie also Vince Gironda das teilweise programmiert hat. Oliver, wie viele Eier kann man so am Tag essen? Also ich persönlich habe das ausprobiert. Und ich habe auch das mit einigen Leuten ausprobiert. Ich habe also, es gibt Riesenunterschiede. Ich habe eine Person, der ist extrem gut, der futtert wirklich diesen Ecknapp mit 36 Eiern und isst noch Fleisch nebenbei. Und ist damit total erfolgreich. Vorher hat er wirklich Riesenprobleme gehabt. Also auch mentale Probleme. War bei ganz bekannten Bodybuildern, hat alles versagt. Und der ist zum Beispiel diese 36 Eier, diesen Ecknapp. Könnte ich nicht. Also ich nehme am Tage maximal 10, 12 Eier. Und wenn ich dann vielleicht morgens nochmal ein Omelette mit 3 Eiern oder 4 Eiern esse, oder ich esse morgens einen Steak, dann reicht mir das. Ja? Also du kannst, aber ich habe das vorhin erklärt, es gibt kein Risiko. Es ist völlig wurscht, wie viele Eier du isst. Also es gibt kein Cholesterin-Level, der hochknallt. Ja? Ich habe neulich auf einer amerikanischen Vince Gironda-Seite geantwortet, da hat einer geschrieben, ich habe das gemacht und mein Cholesterin ist hochgeballert und jetzt muss ich Statin nehmen. Also Statin, wer das nicht weiß, ist ein Arzneimittel, das das Enzym behindert, das zur Bildung körpereigenen Cholesterin führt. So, jetzt gibt es da Studien, Langzeitstudien, über 20 Jahre mit diesem Medikament. Also die meisten, 80% brechen das ab, dieses Medikament zu nehmen nach 2 Jahren. Aus dem einfachen Grunde, die kriegen nämlich Muskelschmerzen, weil dieses Mittel unter anderem auch bestimmte wichtige andere Faktoren im Körper blockt, unter anderem Q10 für Energiegewinnung. Und dann ist es so, dass nach diesen 20 Jahren die Menschen, die das dauerhaft genommen haben, ein Gewinn im Durchschnitt statistisch von 4 Tagen zustande kam. Also, weiß ich nicht, ob man so ein Mittel nehmen muss. Ich glaube, da ist man besser beraten, wenn man also sich dementsprechend ernährt, dementsprechend bewegt, ja, versucht, ein möglichst ausgeglichenes Leben zu führen. Und ich wollte es nur noch mal sagen, wenn ihr auf diesem Level seid und dann seid ihr bei Mutti eingeladen und Mutti hat Apfelkuchen gebacken und der riecht gut und was weiß ich und Schlag Sahne, esst das ruhig. Ja, könnt ihr. Nicht jeden Tag, aber wenn es mal einmal ist in der Woche, spielt keine Rolle. Das knallt der Körper weg. Der mit einer Mahlzeit, ja, poolt der Körper sich nicht um. Dann müsst ihr schon ein paar Tage wieder reichlich Zucker futtern, damit es wieder diesen Switch gibt in die andere Richtung. Fette nicht mehr verstoffwechselt werden, keine Ketonkörperchen mehr gebildet werden. Nicht mit einer Mahlzeit. Bei der Vince Gironda-Geschichte ist es so, bei der Steak- und Eck-Diät, ist es so, dass man ja alle 72 Stunden eine Kohlenhydrate-Mahlzeit, eine reine Kohlenhydrate-Mahlzeit essen soll. Also nicht Spaghetti mit Hackbällchen, sondern nur Spaghetti, Tomatensauce, also zum Beispiel. Ja? Er macht das aber aus einem anderen Grund. Da geht es wieder um die Bodybuilder. Das geht darum, dass er damit verhindern möchte, dass er nicht das Muscle Flatting, also dass die Muskeln nicht flach werden. Ne? Und insofern, klar, die Kohlenhydrate, also Zucker, Glykogen im Muskel speichert auch Wasser. Jedes Gramm Glykogen im Muskel speichert, ich glaube, 3 Gramm Wasser. So, natürlich. Und der Körper ist in der Lage, ein paar hundert, ich glaube 150, 300, 400 bis 500 Gramm zu speichern an Glykogen. So, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich viel Muskulatur habe und 500 Gramm Glykogen speichern kann, ne, das mal 3, das sind schon ein paar Kilo, mehr oder weniger. Und das ist ja Wasser im Muskel, so ähnlich wie beim Kreatin. Das heißt, das kommt von innen nach außen, es gibt Volumen. Deshalb hat er gesagt, alle 72 Stunden diese Kohlenhydrate-Mahlzeit ist zu empfehlen und dann nicht mehr. Und dann wieder die alte Ernährung, ja. Und das ist auch der Grund, warum das funktioniert. Übrigens mit den Eiern nochmal, ich habe das beim Ecknapp schon mal erklärt. Diese Ecknapp-Geschichte, ich mache das nicht das ganze Jahr, um Gottes Willen, aber immer mal wieder, um so einen Takt zu finden, in Form zu kommen und damit man nicht abgelenkt ist durch tausend Sachen, das kann ich ja doch noch essen und das kann ich ja doch noch essen. Nee, ich esse dann wirklich diesen Ecknapp
Ich sage essen, weil ich lucker den nicht runter, sondern ich das sehr langsam esse ich den, wegen der Verdauung. Und dann kann man morgens ein kleines Stück essen, abends ein kleines Stück mit Salat. Oder ja, Salat ist gar kein Problem, das sind überwiegend Ballaststoffe, da sind kaum Kohlenhydrate drin, das ist gar kein Problem. Ein paar bisschen Gemüse kann man essen, guckt man mal auf die Menge. Das ist alles kein Problem und man bleibt dann unter diesen 30 Gramm. Dann ist das alles, dann funktioniert das alles super. Also probiert das selber aus. Ja, probiert einfach mal aus, guckt euch mein Rezept an, wie das Ding gemacht wird, ganz wichtig, mit dem Abkochen und so, das müsst ihr machen. Also ansonsten könnt ihr eine Salmonellenvergiftung kriegen, beziehungsweise es funktioniert nicht so gut, weil Biotin ja durch das Abkochen wird dieses Avitin gestoppt im Ei und das blockt normalerweise Biotin. Ich habe das genau erklärt. Macht das bitte genauso. Ja? Und fangt nicht an, irgendwo Fett zu sparen. Oh, ich habe keine Sahne. Das spielt keine Rolle bei dieser Ernährung. Ansonsten gute Fette. Also ich bin Fan von Olivenöl. Ich mag den Geschmack. Fantastisch. Also Olivenöl ist fantastisch. Auch für Salat, zum Braten. Genial. Ja? Und man muss natürlich Steak mögen. Also wer keinen Steak mag, ja, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich möchte das nochmal sagen an dieser Stelle. Es kommt auf diesen ganzen Komplex drauf an. Ja? Also eine Low-Carb-Ernährung, ich habe das damals dann gedacht, oh, aber dieses viele Fett, das schränke ich mal ein. Da habe ich fast nur Protein gefuttert. Das war natürlich ein riesen Fiasko. Ja? Ich habe da auch eine Meisterschaft mitgemacht. Ich glaube, Norddeutsche Meisterschaft und so. Ich war zwar beadert, aber muss man mal flach. Und die muss man mal weg. Also, weil natürlich brauchst du Fett, ja, um auch als Energieträger, um Energie zu haben. Ja, da braucht man keine Angst vor zu haben. Aber wie gesagt, ich wiederhole nochmal. Anfangsphase durchziehen, sich nicht ablenken lassen durch ein paar Kopfschmerzen, wie auch immer, dann müsst ihr durch. Wenn ihr eine Low-Carb-Ernährung macht, habt Probleme mit der Verdauung, kann ich euch nur empfehlen, Flohsamenpulver. Easy. Vorm Schlafen gehen, 2 Teelöffel mit viel Wasser, am besten 2-3 Glas Wasser trinken. Super. Ist ein Ballaststoff, der ist fantastisch, hat keine Kalorien. Hervorragend. Also wer damit Probleme kriegt, weil er nur jetzt Fleisch, Eier und so weiter isst, vorbei. Es hat also Flohsamen hat eine wirklich reinigende Funktion auch im Darm. Das können wir nehmen bei Verstopfungen, bei Durchfall und Ähnlichem. Wirkt immer, funktioniert, ist total ungefährlich. Natürlich in einer Low-Carb-Ernährung, um Muskeln aufzubauen und so weiter, sind natürlich auch noch andere Komponenten spielen eine Rolle. Also bestimmte Supplements sind sehr, sehr zu empfehlen. Da komme ich vielleicht später mal zu. Also ich persönlich nehme ein bisschen, gar nicht viel Kreatin. 1-2 Gramm nur am Tag. Ja? Ich nehme dann die typischen Vince Gironda Produkte, ja, indem ich also Desiccated Liver nehme, als Alpha, Kelp und so weiter. MCT-Öl sehe ich gerade. Kein Problem, super. Könnt ihr nehmen. MCT-Öl ist einfach nur ein Öl, das schnell verstoffwechselt wird. Ja, und das sofort Energie gibt. Also wenn ihr mal auf diese Low-Carb-Geschichte seid, ne, Roland, dann, ich sage euch das, ich habe das persönlich erlebt, da war ich richtig gut drauf, sah auch gut aus und hatte Hunger, war unterwegs. Ja, und dann war das ja schwierig teilweise. Du kriegst ja überall nur diesen Pommesfraß und Pizza und. Dann habe ich irgendwo so einen Imbiss gefunden und hatte dann so irgendwie so einen Schweinebraten, so einen gegrillten, so ganz fetten. Der hatte, irgendwie gab es bei dem nichts. Dann habe ich diesen Schweinebraten gegessen, diesen fetten, ja, mit der Kruste war auch noch lecker, aber gegessen innerhalb von 5 Minuten. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Ein Dampf wieder mit einmal, eine Energie. Also ihr könnt mit guten Fetten und Ölen reagiert der Körper nachher so sensibel. Das gibt euch so viel Energie. Und ihr müsst immer bedenken, ein Öl, das ihr esst, ja, ein Fett, das ihr esst, das zieht die anderen Fette mit. Der Körper lernt so, oh geil, hier, ich habe das ja gestort und das, ich habe es gespeichert und kann ich jetzt mal benutzen. Das knalle ich jetzt mal weg. Ne? Denn letztendlich ist es so, die Urmenschen, jetzt komme ich wieder zu diesem Mark Season, die haben ja gefuttert auch, was sie konnten, weil es gab nicht immer Nahrung und dann haben sie das gespeichert. Und wenn die Früchte gefuttert haben und haben ein bisschen Fett angesetzt,
Das haben sie in den nächsten 3 Wochen, indem sie durch die Gegend gelatscht und nichts hatten, locker wieder verbrannt. Weil das funktionierte alles. Ja? Also deshalb, das Konzept von dem Typ, ich fand es genial. Ich habe diese Low-Carb-Geschichte noch nie so gesehen in diesem Zusammenhang. Ja, jetzt bekommst du Hunger. Ja, ist klar. Wie gesagt, ich werde jetzt gehe ich nämlich runter. Jetzt gibt es nämlich ein geiles Steak. Ich habe mir gestern ein Entrecôte geholt. Ich bereite das auch dementsprechend zu. Freue mich darauf. Also, ich habe das gestern gegessen. Das war mir fast schon zu viel. Ich habe da irgendwie 400 Gramm oder so. Ich habe da also nach 250 Gramm. Uiuiui. Also, wie gesagt, man geht wirklich runter mit dem Hunger. Ja? Und klar, muss der Proteinanteil muss natürlich stimmen. Aber wenn ihr dafür sorgt, dass ihr minimal am Tag 80 bis 120 Gramm, je nach Körpergewicht, weiß ich alles, bla bla und so. Aber wenn ihr wenigstens auf eure 80, 120 Gramm Protein kommt, gar kein Problem. Da verliert ihr keine Muskulatur. Ja? Der Körper kann 150 Gramm Aminosäuren speichern. Ja? Das speichert er, das stellt er zur Verfügung. Damit baut er die Zellen. Und vor allen Dingen, wenn ihr nicht so viel fresst und permanent fresst, hat der Körper auch Zeit für Reparatur. Zeit, Muskeln aufzubauen. Vergesst das nicht. Ne? Also, wie gesagt, die Brücke ist Bodybuilding, maximale Muskelaufbau auf der einen Seite und auf der anderen Seite Gesundheit, sich gesund ernähren. Ja? Ihr müsst selber entscheiden, was für euch der wichtige Fakt ist. Ja? Ihr könnt das gut verbinden, wie ich es auch versuche. Und Vitamin C, also ich werde mal über diese Nahrungsergänzungen und so weiter sprechen. Habe ich ja schon viele Filme gemacht, wie ich es vielleicht heute mache, weil ich einfach bestimmte alte Fehler nicht mehr mache, vermeide und nicht jeden Mist in mich reinzimmer, sondern wirklich die Dinge, die wirklich sinnvoll machen. Und dazu gehört eben auch eine gute Analyse. Also ich mache eine Blutanalyse, habe ich jetzt wieder am 10. Mai. Da lasse ich mein Blut untersuchen, welche Vitamine da sind, wie der Testosteronlevel ist, wie mein Prostatawert ist, Entschuldigung, und. All diese Geschichten. Ich mache das. Ich halte das für ganz wichtig. Da kann ich genau sehen, okay, hier das Vitamin. Ich hatte neulich gesehen, Vitamin D war zu wenig. Jo, muss halt mehr Vitamin D dir holen. Ne? Das ist ganz klar. Vitamin D ist ja eine wichtige Geschichte, ist auch wieder ein extra Video, aber da gibt es auch viel zu sagen. Also. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugesehen habt. Versucht das. Ich halte die Low-Carb-Ernährung für die Ernährung überhaupt heutzutage. Jede andere Ernährungsform verführt eigentlich wirklich zum Genuss von so viel Zucker, weil das Scheißzeug ist überall drin. Die Zuckerlobby ist mit die größte Lobby der Welt und die verführen uns. Und alles, was wir so haben, was so kommt, auch in frühen Jahren, im Alter, ja, das kriegen wir wegen, weil wir zu viel Zucker fordern. Das ist das Problem. Und ich rede von Diabetes, ich rede von Herzinfarkt und so weiter. Also all diese Geschichten, degenerativen Erkrankungen. Ich habe zum Beispiel hier meine Hände, ja. Die sind vor 2 Jahren untersucht worden. Ich hatte auch durch Training und so weiter, also wirklich auch Arthroseentzündungen in den Gelenken. Ich konnte gar keine Faust mehr machen. Ne? Wenn ich mich gut ernähre, ist nichts, alles weg. Also das ist alles weg, alles gut. Und das ist eure Entscheidung. Ne? Müsst ihr selber wissen, wie ihr das macht. Also, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und ich werde demnächst was Neues machen. Ich habe jetzt die Technik ein bisschen besser im Griff. Werde dann hier auch auf der Seite vermehrt Bilder einfliegen. Das war am Anfang jetzt ein bisschen schwierig, hier mit dem Stream zu verbinden, mit ja, YouTube und so weiter. Da hatte ich so meine Probleme. Naja, aber inzwischen habe ich das, glaube ich, ganz gut im Griff. Und deshalb wird es auch pünktlich losgehen zur nächsten Ankündigung. Ich stelle mir den Wecker, damit ich das nicht verpenne. Und ich denke mal, ich werde beim nächsten Mal über diese Kombination Lebertabletten, Kelp, also Meeresalgen, Alfalfa, das ist ein Klee, ja, Brevagies, das ist Bierhefe, ja, und so weiter sprechen. Die wurde damals verwendet. Und da gab es eben diese ganzen komplizierten, hochchemischen, pharmazeutischen Nahrungsergänzungen noch nicht. Es gab nur diese Naturprodukte. Und ich sage euch, die Leute sahen nicht schlechter aus. Und vor allen Dingen natürlich auch überwiegend, zumindest zu einem großen Teil, mehr natural als heute.
Und ich verdamme das nicht, um Gottes Willen, wieder. Nee, das muss jeder selber wissen. Wenn man so ins Alter kommt, so wie ich, dann ist man über jeden Tag, wo man sich gut fühlt und so froh. Und dann weiß man das zu schätzen. Also, und deshalb, ja, ich freue mich drauf, auf meinen Steak. Ich freue mich auf diese Low-Carb-Ernährung. Ich freue mich auf jedes Training. Ich habe heute wieder trainiert mit meinem Trainingspartner, der ist 20 Jahre jünger. Und klappt alles super. Und ich wünsche euch das auch. Ja, bleibt dabei. Ja, schaut mal, was dieser Mark Cecil gemacht hat in den USA. Ketogene Ernährung. Es ist wirklich super interessant. Und dann, wie gesagt, wenn ihr Englisch gut könnt, dann schaut euch mal diesen Kanal an von dem Heyman, Mark Heyman. Der hat, also der neulich ging es um Arginin, da hat er den Nobelpreisträger interviewt. Da kommen nur die besten Kracher und unterhalten sich mit dem. Und da geht es wirklich um diese Ernährung. Und der Typ trainiert auch, der ist nicht ein Bodybuilder, aber der weiß das, dass es ein Bestandteil ist. Kann ich euch nur empfehlen. Euer Wolfgang und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ich werde das rechtzeitig ankündigen. Dieses Mal dann etwas eher, also ankündigen. Ich weiß, ich kriege jetzt hier alles gut in den Griff. Hab mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Und ja, danke. Guten Hunger wünsche ich euch auch. Euer Wolfgang.